Das Leben und das traurige Ende von Sibylle Schmitz. Sibylle Schmitz ist in einem bürgerlichen Umfeld aufgewachsen. Ihre Großmutter besaß eine Konditorei in Düren, ihr Vater Josef war Konditormeister, Mutter Anna, geborene Dahmen, stammte aus der Familie eines Matratzenfabrikanten. Nach dem Besuch des katholischen Lyzeums in Düren wurde Sibylle 1920 ins Internat geschickt, auf die Klosterschule in Lohr am Main. Hier war ihre moralisch strenge Mutter bereits von Nonnen unterrichtet worden. Sibylle, von Statur, bekam oft Hosenrollen in der Theatergruppe. Nach 3 Jahren verließ sie Lohr und besuchte auf Wunsch ihres Vaters mit 14 Jahren eine Handelsschule in Köln. Mit einem Empfehlungsschreiben von Luise Dumont an den Schauspielagenten Otto Merten und 100 Mark Reisekasse machte sich Sibylle Schmitz im Alter von 17 Jahren auf den Weg nach Berlin, um ihre Karriere als Schauspielerin zu beginnen. Merten verschaffte ihr einen Termin für ein Vorsingen am Deutschen Theater, das vom Schauspieler und Regisseur Max Reinhardt geleitet wurde. Dass sie keine abgeschlossene Schauspielausbildung hatte, störte nicht. Max Reinhardt hatte selbst noch nie Spaß daran gehabt. Nach ersten Nebenrollen erhielt Sibylle Schmitz 1927 einen 3-Jahres-Vertrag als Mitglied der Theatergruppe mit einem Monatsgehalt von 250 Reichsmark. 1928 stand sie erstmals vor einer Filmkamera, für den SPD-Werbefilm Freie Fahrt unter der Regie von Erno Metzner. Der Film scheiterte, und ihre Darstellung als schwangere Frau aus der Arbeiterklasse wurde von der Kritik gelobt. Ihre Karriere stieg nun stark an. Nach einem Engagement am Hessischen Staatstheater und weiteren Filmrollen war Schmitz in den 1930er Jahren eine der bekanntesten Charakterdarstellerinnen im deutschen Film. Im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen meisterte sie den Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm problemlos. Sie überzeugte in Hauptrollen neben den populärsten Schauspielern der Zeit wie Hans Albers, Willi Birgel, Gustav Fröhlich oder Heinz Rühmann. Unter anderem war sie zu sehen, Police Report Robbery 1928, Vampir, The Dream of Alan Grey 1932. Der Herr der Welt und in Abschiedswalzer 1934, ein idealer Ehemann 1935, das experimentelle Heidedrama Fährmann Maria 1936, die Umwege des schönen Karl 1937, Tanz auf dem Vulkan 1938, 1939 in die Frau ohne Vergangenheit und in 1943 auf der Titanic. Die Schauspielerin bemühte sich sehr, ihr Privatleben unter Verschluss zu halten. Trotzdem wurde ihre Bisexualität bekannt. Von 1940 bis 1945 war sie mit dem Drehbuchautor Harald G. Pettersson verheiratet. Das Ehepaar zog sich vorübergehend nach Krimmel im Salzburger Land zurück. Trotz des Volkserfolgs hatte es Sibylle Schmitz im Dritten Reich nicht leicht. In der Filmbranche hatte sich herumgesprochen, dass Propagandaminister Goebbels, der alle Besetzungslisten überprüfte, Sibylle Schmitz nicht schätzte. Sie entsprach nicht seinem Ideal einer nordischen Frau. Regisseure, die sie einstellen wollten, erhielten einen deutlichen Hinweis darauf, dass Goebbels eine andere Besetzung der Rolle bevorzugte. Gustav Gründgens etwa brauchte Überzeugungskraft, damit Schmitz im Film Tanz auf dem Vulkan eine Hauptrolle an seiner Seite spielen konnte. In Goebbels Tagebuch von 1937 steht, Sibylle Schmitz kommt mit steuerlichen Bedenken. Ich verstoße gegen ihre Meinung. Sie hat keine Disziplin, weder im Leben noch in der Arbeit. Sie blieb bis 1945 auf der Gehaltsliste der UFA. Nach Kriegsende verhängten die alliierten Militärbehörden Berufsverbote für viele Personen, die an NS-Propagandafilmen beteiligt waren, darunter auch Sibylle Schmitz. Als sie nach einiger Zeit wieder spielen durfte, erhielt sie nicht mehr viele Rollenangebote. Doch die Drehpausen wurden immer länger. Sibylle Schmitz litt zunehmend an Depressionen und Alkoholsucht. 1953 litt sie an Gesichtsneuralgie und ein Arzt verordnete gegen die Schmerzen ein Morphinpräparat, von dem sie zunehmend abhängig wurde. Die Schauspielerin vernachlässigte sich äußerlich. Die Schauspielerin Olga Tschechowa, die Besitzerin eines Schönheitssalons, bot ihre kostenlose Schönheitsbehandlung an. Schmitz lehnte mit den Worten ab.
Danke, dass Sie mir helfen wollen. Aber mehr geht nicht. Am 13. April 1955 beging Schmitz mit einer Überdosis Schlaftabletten Selbstmord. Sie war 45 Jahre alt. Zum Zeitpunkt ihres Todes lebte sie in München mit einer Frau namens Ursula Moritz, einer Ärztin, die ihr Morphium angeblich zu überhöhten Preisen verkaufte und Schmitz mit Doping betäubte, während sie das wenige ihr zur Verfügung stehende Geld verschwendete. Schmitz' Familie behauptete, dass der Arzt, als sich herausstellte, dass die Schauspielerin für Moritz nicht mehr von Nutzen war, ihren Selbstmord ermöglichte. Ein Jahr nach Schmitz' Tod wurde Dr. Moritz wegen unsachgemäßer medizinischer Behandlung angeklagt.